Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA Es ist ein Video aufgetaucht von Hasbulla der eine Katze und zwar seine Katze mit der er natürlich schon sehr sehr viele Videos gemacht hat einfach Geschlagen hat, so ein bisschen am Ohr gepackt hat, gezogen hat und einfach schlecht behandelt hat. Und jetzt hat Hasbulla, wenn mir das wirklich mal auf YouTube eingibt, einfach den Shitstorm seines Lebens bekommen. Einfach nur, weil er seine Katze öffentlich schlecht behandelt hat und das halt so einfach gezeigt hat. Seine Katze, man sieht natürlich, wie sie Angst hat auf dem Video. Man muss auch nicht alles natürlich zu ernst nehmen und jetzt krass kritisieren oder sonst was. Aber wie er sie dort behandelt, ist natürlich einfach unschön zu sehen. Guckt euch einfach mal selber kurz den Clip. An und danach werde ich darüber sprechen, wie die ganze MMA-Community darauf reagiert. <laughs> Hier haben wir nämlich zum Beispiel einen UFC-Fighter namens Sean Strickland, den kennen wir natürlich alle, der für seinen Trash-Talk bekannt ist. Und er hat auch sogar damit gedroht, Hasbulla zu kicken, wenn er ihn sehen sollte, wenn er ihn in der UFC einfach mal an die Finger bekommt bei irgendeinem Event oder sonst irgendwas, wird er ihn krallen und wird ihn dafür einfach wegkicken, wegtreten. Ob er das jetzt wirklich macht, werden wir natürlich sehen, denke ich nicht. Er sagte aber, mein Gott, was für ein ekelhafter kleiner Gnom, was für ein... Ekelhafter Typ muss man bitte sein, um ein Tier, was sich nicht selbst schützen kann, irgendwie zu verunstalten, schlecht zu behandeln und sonst irgendwas. Du ekelhafter kleiner Goblin, sagt er hier zu Hasbula. Jetzt sagt er noch mal: Hätte ich das vor 24 Stunden gesagt, also bevor das Video von Hasbula und der Katze aufgetaucht ist, wäre ich eine schlimme Person. Jetzt stimmen mir aber bestimmt viele zu. Internet Hate. Füllt mich auf und ja, letztendlich ist Hasbula ein ekelhafter kleiner Gnome, der das hier sagt. Einfach nur, weil er das Tier so schlecht behandelt hat und ja, in dem Sinne auch einfach schutzlos wirklich bedrängt und das Ganze so ins Internet stellt. Hasbula selbst hat auch darauf reagiert und er sagte, meine Freunde, viele von euch haben über meine Katze geschrieben, beziehungsweise haben sich darüber aufgeregt, was ich gemacht habe. Ich liebe Katzen. Meine Katze und ich haben manchmal Unstimmigkeiten und dann muss ich sie einfach, wie ich es in meiner Kultur gelernt habe, ein bisschen bestrafen, sagt er hier. Ich verstehe euren Zorn nicht, ich verstehe euren Hass nicht und ich denke, dass meine Absichten auf jeden Fall mehr als lieb sind und nicht ansatzweise böse. Meine lieben Zuschauer, ich liebe euch, ich liebe Katzen, nehmt mir das Ganze bitte nicht böse. Hasbulla wird jetzt gerade gecancelt und nicht nur Sean Strickland, sondern sehr, sehr viele andere Fighter und auch Journalisten beleidigen Hasbulla, wie ernst man sowas nehmen muss. Schreibt es mir in die Kommentare, was sind ihr über das Ganze? Lasst ein Like und ein Abo da. Das wär's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hier bei No Time MMA.